Funktionsgleichungen anhand der Steigung und eines Punkts bestimmen. Ja, das ist so die einfachste Form, wie man eine lineare Funktion erstellen kann, nämlich mit Hilfe der Punktsteigungsform. Wir haben hier die Steigung 5 Drittel gegeben und wir haben einen Punkt gegeben und der besteht aus einer x- und einer y-Koordinate. Die Funktion f, für die man die Funktionsgleichung aufstellen soll, soll linear sein. Das macht die Sache natürlich auch schön einfach, denn so eine lineare Funktion hat die allgemeine Form y ist gleich m mal x plus b. So, das Einzige, was wir jetzt also nicht kennen, ist das b und wir packen alles rein, was wir haben. Wir haben ja hier 4 Buchstaben. Das y ist die abhängige Variable, das x die unabhängige Variable und meine Koeffizienten sind m und b. Das heißt also, wir gucken erstmal, m habe ich, das kann ich einsetzen, die 5 Drittel, also anstatt dieses m's. Und das b habe ich nicht, das lasse ich erstmal für den Moment so stehen. Für das x kann ich die Koordinate des Punkts p einsetzen, die x-Koordinate 3 Achtel und für das y kann ich die y-Koordinate des Punkts p einsetzen, nämlich minus 1 Zwölftel. So, das Ganze sieht dann gleich so aus und wir haben hier 2 Brüche, die mit einem Malzeichen auszurechnen sind. 5 mal 3 sind 15, 3 mal 18, 24. Das heißt, wir haben hier jetzt 15 24stel plus b auf der rechten Seite des Gleicherzeichens und wir müssen jetzt halt ebenso umstellen, dass das b alleine steht. Das ist ja ganz einfach. Dazu will ich das am liebsten ohne Taschenrechner machen. Damit das funktioniert, würde ich den jetzt hier erstmal erweitern, diesen Bruch von minus 1 Zwölftel auf minus 2 24stel. Hat nämlich den Vorteil, dass ich dann die minus 15 24stel als Rechenoperation auf die beiden Seiten des Gleicherzeichens anwenden kann und damit verschwindet die 15 24stel von der rechten Seite. Das b steht dann alleine und auf der linken Seite muss ich das natürlich auch verrechnen und da bleibt dann minus 17 24stel. So, jetzt habe ich also auch den zweiten Koeffizienten b, kann den hier in die allgemeine Form auch noch eintragen. Das m hatte ich ja schon laut Aufgabe gegeben und dann bin ich damit fertig. So schnell geht das Ganze.